Okay. Deutsch. Und zwar wird das Spiel. Ah, wir haben vorhin drüber geredet, welche die besten Bionicles sind. Und wir haben ein Bionicle-Spiel. Warnung, Gesundheit und Sicherheit. Passt besser auf, das könnte unschön ausgehen. Es sieht nach einem Qualitätsprodukt aus. Start drücken. Dann machen wir das mal. Bionicle Heroes. Oh Gott, ich kenne diese Bionicle gar nicht. Oh nein, die sehen schrecklich aus. Oh, der links sieht aus wie ein Redead aus Zelda. Und der rechts sieht aus wie der Great Mighty Pooh in grün. Ugh. Okay, das ist, wenn man zu viel Rotwein trinkt, wird die Kacke grün. Habe ich gehört. Habe ich gehört. Okay, Bionicle Heroes. Ich kenne die Bionicles nicht. Mal das GBA-Spiel lieber. Das ist ein GBA-Spiel. Warum sehen die so bescheuert aus? Warum haben die so ein... Warum sehen die alle so bescheuert aus? Alter! Die Next-Level-Animationen. Sehe ich gerade ein Spiel? Oder ist das der offizielle neue Animationsfilm von Pixar? Ich kann es nicht ganz unterscheiden. Oh nein! Passt auf euch auf, okay? Lauf, kleiner Mann! Okay. Es ist also Zelda hier. Wir sind in der Quelle. Hört ihr die scheiß Musik? Okay. Oh, die hier die Gegner sind, die sich zusammenrollen können, die kenne ich noch. Die waren cool. Oh nein, das ist der Weiße von denen. Der Schneetyp. Oh fuck. Oh, ich weiß nicht, ob ich für dieses Spiel bereit bin. Ich weiß nicht, ob man dafür jemals bereit ist. Das könnte relativ interessant werden. Oh Gott. Warum existiert dieses Spiel? Ja, weil der Meinung, dass das eine gute Idee ist. Und wer sind die armen Kinder, die das damals gespielt haben und das dann spielen mussten, weil sie nichts anderes da hatten? Das ist so eine Frage, wisst ihr? Das ist immer eine Sache, die mich relativ traurig macht. Bei allen noch so schlechten Spielen, die ich irgendwo immer sehe oder so oder spiele, stelle ich mir immer die Frage, fuck. Es gibt bestimmt irgendwo, gab es irgendwo auf der Welt ein Kind, welches, keine Ahnung, nur ein oder zwei Spiele pro Jahr oder so bekommen hat. Oder so ein richtiges Crappy-Spiel wie das hier ist dann eins davon. Das ist ziemlich deprimierend. Ja. Oh, damit kann ich schräg schießen. Naja, das ist deprimierend. Alter, und mein Drohnenteil schießt mit mir mit. Das ist doch Chaos Engine mit Bionicle Sprites. Was zum Fick ist Chaos Engine? Oh fuck, was? Ring aus Eis. Ja. Wir sind im Ring aus Eis, Leute. Fuck. Ich würde gerne meinen Bionicle Talk von mir geben, aber den habe ich schon vorhin von mir gegeben. Ich mag die Bionicles, die nicht in diesem Spiel hier vorkommen. Warte mal. Was ich gerade sehe, mit seinem fucking Gesicht da unten links. Oh ja, verschiedene Gesichtsausdrücke, wenn er von einem Angriff getroffen wird. Der Typ da unten links, der hat die Maske von dem einen Haupt Bionicle aus Gen 1 quasi. Die OG Bionicle und der hat die gleiche Maske wie der erste. Fuck. Ist das ein Zeichen? Haben die Bionicle Heroes mit den Original Bionicle was zu tun? Ich weiß es nicht. Oh, wisst ihr, welches Spiel ich damals als Kind mal hatte? Was der heiße Scheiß war. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das jemand, das ist für ein GBA das Spiel zu Herr der Ringe, die zwei Türme. Und zwar war es irgendwie, es war von Perspektive her, glaube ich, ungefähr wie das Spiel. Nur nicht ganz so schrecklich, weil man mehr Dinge machen konnte, man hatte ein Schwert und sowas. Und es hatte so gewisse Diablo-Elemente. Das heißt, Gegner haben auch immer so Waffen gedroppt und man konnte auch hochleveln und so. Es war quasi so ein RPG und
Einfach ein ziemlich cooles Spiel. Verdammte Scheiße, ich glaube, ich will das Herr der Ringe-Spiel spielen. Das ist Pokémon Bionicle. Inwiefern ist das Pokémon? Was? So. Aber was ist eigentlich der Sinn von dem Spiel? Ist das... Ist das, was man hier, was ich eigentlich gerade mache, alles, was man im Spiel macht? Sieht fucking schrecklich aus. Ihr hört, er spawnt hier unendlich, oder? Ja. Okay. Lassen wir das. Sie spawnen nicht unendlich, sind nur wirklich, wirklich viele. Die Gegner machen mir auch nicht mal Schaden oder so. Ich weiß nicht ganz, was das alles soll. Ja, der Ring klingt tatsächlich cool. Das beste Lego-Spiel ist immer noch Lego Star Wars, die komplette Saga. Ja, weiß nicht. Ja doch, Lego Star Wars ist eigentlich relativ cool, aber... Lego City Undercover hat ja eigentlich auch so seine Momente. Auch wenn es relativ kindgerecht war, aber es sind eigentlich alle Lego-Spiele. Da Lego tatsächlich hauptsächlich für Kinder ist. Aber hey, immer auch die Lego City Undercover. Das gibt es zwischen übrigens auch auf Steam. Das war eine relativ lange Zeit, Wii U exklusiv. Oh, man muss nur wirklich viele, die da rauskommen, töten, okay? Interessant. Mit interessant meine ich, ist es überhaupt nicht interessant. Oder muss man nur eine gewisse Zeit überleben? Weil jetzt sind beide von den Teilen kaputt. Da kriegt der beschissene Fruchtflieger an meiner Wand gerade entlang. Das macht mich gerade sehr wütend. Also dieses Spiel. Endlich mal was besseres als die Souls Kinderspiele. Ja. Yeah. Traurigsten finde ich das Lego Island vom Gameplay her. Was? Am traurigsten finde ich, dass Lego Island vom Gameplay her unterhaltsamer zum anzuschauen war. Ja, das ist ja. Das ist tatsächlich relativ deprimierend. Oh hey, ich kann weitergehen. Ist das Leben oder so? Oh nein, ich bin tot! Oh nein, ich lebe wieder! Ich will nicht! Ich will nicht leben! Ich will das nicht! Fuck! Ich spiele das. Okay, warte, wir gehen noch weiter. Wenn jetzt ein Boss kommt, werde ich das Spiel vielleicht noch weiter anschauen. Wenn kein Boss kommt, werden wir das Herr der Ringe-Spiel auspacken. Oh shit, das sind neue Gegner. Er kann schießen! Mit seinem Speer! Oh, warte, Moment, die mit dem Speer kannte ich auch noch. Die hier kannte ich auch noch, das waren die Bösen. Ich glaube, die waren sogar aus dem Film noch. Die hier gerade eben die Bösen waren. Ich glaube, die kenne ich soweit sogar noch. Ich meine, ich kenne aber erst bei Bionicle-Zeug bis zum ersten Film hin ungefähr. Und dann nicht mehr weiter. Ist das ein Fahrstuhl? Ja. Yeah. Okay, wir haben noch so ein Teil. Oh fuck, es wird doch noch interessanter. Ich bin scheiße für die gute Nacht und seid liebe Zwölfjährige und ärgert nicht den Morgi. Oh, das... Also, ob das gut gehen würde. Oh mein Gott, da sind die Fliegen! Okay, wisst ihr was? Es gibt eine coole Sache an dem Spiel. Sie haben wirklich die ganzen Bionicle-Sachen, die es damals gab, die haben sie ja tatsächlich eingebaut in das Spiel. Diese fucking Fliegen, habe ich gesehen, die kann man OVP auf eBay kaufen. Und die kosten 100 Euro oder so. Ey, ich habe überlegt, ob ich das für Video und Stream mal machen soll. Von diesen fucking Fuck-Fliegen. Ich meine, die sind echt nicht so cool, aber ist das Samus? Das ist Samus. Ey, sind echt nicht so cool, aber sind besser als gar nichts, versteht ihr? Das ist ein bisschen wie Mighty Number 9. Deswegen, ich habe nur nachgedacht, ob ich mir die holen will. Ach, das sind Minen quasi, das ist gar nicht Samus. Also überraschend, MOP. Ich dachte, er wäre Samus. Ich weiß, wir alle dachten das. Sehr, sehr überraschend. So, oh Gott, und Geschütze. Okay, kenne ich nicht. Gibt es die Geschütze als Set? Ich weiß gar nicht. Ja, fucking Fliegen. Das ist relativ cool. Aber wisst ihr, was die coolste von den Sets war, die es gab? Das waren diese... Gott, das war, glaube ich, auch eins der ersten von den größeren, die ich hatte. Es gab ja die bösen Kreaturen auch zu kaufen. Und da gab es zum Beispiel... Ich habe keine Ahnung, was das genau für welche waren. Die waren quasi wie ein T-Rex, so in der Art. Und die waren fucking cool. Einer davon war gelb und einer war rot. Ich weiß noch, dass ich den gelben irgendwie falsch zusammengebaut hatte. Das heißt, eigentlich war es so, dass wenn man ihr Brustteil quasi so zusammendrückt, dass sie dann den Kopf ausfahren und damit dann mit dem Maul zuschnappen. Aber bei dem habe ich so falsch zusammengebaut, weil das war relativ komplex
für einen, keine Ahnung, 7-Jährigen oder so. Aber das habe ich falsch zusammengebaut. Das heißt, was er immer gemacht hat, war, dass er immer quasi nur so den Kopf losgegeben hat, statt zuzubeißen. Na, ja, das war relativ ärgerlich. Aber ich habe ihn dann auch nicht zusammengebaut und neu richtig zusammengebaut, auseinandergebaut und richtig zusammengebaut, weil ich mir dachte, nein, er ist was ganz Besonderes. Steht ihr? Er hatte gewisse Vatergefühle für diesen misslungenen Haufen Scheiße. Das war deprimierend. Ja, so viel dazu. Das sollte ich mal anmerken. Ist das Metroid Prime 4 für die Switch? Ja. Es ist das Metroid Prime 4 Remake. Hey, wir hatten vorhin einen Typen gesehen, der eine Wii U in der Hand gehalten hat, also... Es würde mich nicht wundern, wenn Metroid Prime 4 das gleiche wie das ist. Ne, das ist tatsächlich der GBA-Port von der Federation Force, wenn ich gerade drüber nachdenke. Das GBA-Port von Federation Force. Kopflüsse sind doch viel besser als bisher. Exakt, das dachte ich mir auch. Deswegen habe ich ihn dann so gelassen. Ich hatte bei so einem großen Bösen so einen riesen Vogel, der kleine Bionicle tragen konnte. Ah ja, es gab ja doch die Mini-Teile davon. Es gab coole Bionicle. Ich will mir Bionicle-Sets kaufen. Fuck. Das Gute ist, dass ich in meiner Wohnung auch so eine komische Seitenkammer habe, in die nie ein Arsch reingeht. Das heißt, da kann ich dann derartige Dinge verstecken, nachdem ich sie zusammengebaut habe. Ohne, dass ich mich für irgendjemand dafür rechtfertigen muss, weil niemand betritt die Kammer, niemand weiß, was da drin ist. Ist es eine Leiche oder sind es irgendwelche Lego-Sets? Niemand wird es jemals herausfinden. Und ist auch besser so. Wie spielt sich das Spiel? Das Spiel spielt sich ungefähr so, wie es aussieht. Ich stehe da und lasse A gedrückt. Ich weiß nicht ganz, warum man im Spiel nicht einfach Autofeuer hat, aber das ist okay. Also, warum ich da überhaupt A drücken muss. Warum spiele ich das überhaupt noch? Morgi Spielzimmer. Ja, Spielzimmer ist der heiße Scheiß. Ja, wobei, auf dem Weg dahin habe ich schon ein bisschen, ein paar Mülltüten und Pfandflaschen hingeworfen. Das ist halt echt ein großer Bereich da, der diese komische, schräge, was auch immer, Abstellkammer ist. Da kann ich so viel Schrott reinstellen. Aber ich war da nie wieder drin, seit ich hier eingezogen bin. Aber da wäre so viel Raum und so viel Platz. Hier mal euch ein Bild. Lego war früher viel besser. Da gab es noch nicht den ganzen Future-Shit wie heute. Was gibt es heutzutage von Lego? Ich habe da ehrlich gesagt nicht so den, nicht den Überblick. Ich weiß, kaum zu glauben. Aber ich habe keine Ahnung. Oh, wisst ihr, was auch der heißeste Scheiß war, den es damals gab? Pass auf, pass auf, pass auf. Oh mein Gott, das bräuchte ich. Oh mein Gott, ich muss auf eBay schauen. Und zwar... Ist das ein kleiner Mann mit der Schweißermaske? Das meine ich nicht. Und zwar gab es das Ganze bei mir immer in den Spielzeugläden, in der Lego-Abteilung. Fuck, die Lego-Abteilung, sowas gab es auch. Da lagen dann immer so Kataloge, keine Ahnung, ich glaube alle 3 Monate oder so. Und in denen waren alle Lego-Sets, die es so gibt, drin. Dann konntest du so mitnehmen und zu Hause dann durchblättern und dann konntest du sehen, was alles für scheiß Lego-Sets gibt, die du nie bekommen willst, weil Lego fucking unbezahlbar ist. Dachtest du dir, Alter, bist du coole Sets, bist du coole Sachen. Sagst du es deiner Mutter und sagst du so, hey, siehst du das? Das will ich haben. Das ist voll super. Und dann sagt sie so, ja, yeah, finde ich auch ganz toll. Müsst du sowas von nicht bekommen. Ah, waren so gute Sachen. Die Musik erinnert dich sehr an das Spirit Tracks Intro. Echt? Lego ist gar nicht mehr so teuer. Zumindest Lego Star Wars nicht. Alter, natürlich ist Lego noch teuer. Lego war immer teuer. Ich glaube, Lego wird auch immer teuer bleiben. In den Lego-Anleitungen gab es auch immer so Comics. Echt? Ist Comics drin? Ja, ich sehe schon. Niemand kann sich mit meiner Lego-Katalog-Geschichte identifizieren. Das ist okay. Das ist okay. Ist mir schon recht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss übrigens gerade. Ah. Nein, das sind böse Jungs. Ich musste das aufbauen. Hör auf zu schießen. Warum sollte ich aufhören zu schießen? Das ändert nichts. Ich werde niemals aufhören zu schießen in dem Spiel. Hey, kleiner Mann mit Schweißermaske. Ich fühle deinen Schmerz, Mori. Dankeschön. Danke, 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 danke. Es gab diese Lego, wo sie auch so eine Anime-Schiene gehen wollten, wo die solche riesigen Roboter zum Einsteigen hatten. Das war der Shit. Oh, das war unglaublich cool. Es gab so von Bionicle, gab es auch mal so einen. Oh mein Gott, warte, mir fällt gerade ein, das absolut coolste Set.
es gab irgendwie auch so einen Kampfroboter, der hieß irgendwas mit Exo oder so. Der war der Exo-Roboter, ich habe keine Ahnung. Und in den konnte man den anderen Bionicle reinstellen. Oh, er war fucking groß, war der heißeste Scheiß überhaupt. Fuck, wenn ich daran denke. Mir brennt in einer ganz gewissen Ritzenregion. Wenn ich daran denke, wie heiß der Scheiß damals war. Fuck. Braucht das in meinem Leben. Wer braucht Lego, wenn man Lepin haben kann? Was zum Fick ist Lepin? Was ist Lepin? Ah, da oben sind noch Typen. Ich will übrigens diesen Bereich hier noch schaffen. Danach werden wir es andere spielen. Ich habe keine Lust mehr. Das war die Lego Exoforce. Nein, ich meine den von Bionicle. Die Exoforce kam irgendwie später. Ich meine explizit den einen Exoskelett Bionicle, okay? Warte, lass mich danach googeln. Ich werde jetzt zeigen, dass sie existiert. Ich werde es euch beweisen. Pass auf. Bionicle. Exo. Exotor hieß der. Es war der Exotor. Pass auf. Alter, wenn ich ihn sehe. Ist der coolste Bro von allen. Alter. Ja, fuck, viel zu gering aufgelöst. Wenn ich ein besseres Bild. Ah, das sind... Oh mein Gott. Ja! Yeah! Ich glaube, den linken davon hatte ich sogar. Moment. Ihr könnt es gleich sehen. XSplit ist da nur relativ... Ich brauchte immer ein bisschen, um sowas einzufügen. Gib mir Zeit. Wir bekommen das hin. Das Bild fängt mit D an. So. Bam! Seht ihr die Scheiße? Seht ihr das? Der linke da. Den linken hatte ich. Und seht ihr? Da konnte man irgendwie jemand reinsetzen. Und das war der Roboter. Der hat sogar die zwei Haken. Das ist auch relativ interessant, dass sie bei Bionicle auch immer die gleichen Teile immer wieder verwendet haben. Wie zum Beispiel die Haken. Die sind noch von dem einen blauen Bionicle gewesen. Das war seine Waffen. Ich glaube, das Brustteil ist der Kopf von diesen zusammenrollbaren. Und insgesamt, die ganzen Teile sind im Großen und Ganzen ein Teil von den anderen Bionicles. Das war fucking cool. Ah ja, seht ihr? Den Exotor, den gab es wirklich. Das hat nichts mit der anderen Scheiße zu tun. Mit dem, was danach kam, mit Exoforce oder so. Nein. Exotor sind die Mans. Lepin ist der China-Klon von Lego. Kann es eigentlich sein, dass ich gerade ungefähr 3 Stunden Delay habe? Irgendwie so einen hatte ich auch. Ne, dann habe ich doch nicht so viel Delay. Okay. Wo kann man da einen reinsetzen? Ich weiß auch nicht mehr, wie man da einen reinsetzen kann, aber ich meine, dass das ging. Ich bin mir relativ sicher. Ich habe keine Ahnung. Ist zu lang her. Bin ich hier, um solche Fragen zu beantworten. Explodiert bei Kontakt. Alter, der Ultra Blast. Feuert mit hoher Schussfrequenz Protoplasma ab. Doppelter Schaden? Oh, ich habe hier nichts. Oh, cool. Ich könnte hier meine Upgrades reinpacken, von denen ich keine habe. Ich habe ein Schild. Cool. Yes! Hol die Scheiße zusammen, Alter. Alter, ich werde deinen Fetten reinsetzen. Übertreib's nicht! Geh nicht zu weit! Kannst du keinen Fetten reinsetzen? Was ist los mit dir? Manchmal gehen manche wirklich zu weit und das ist ein Punkt. Kannst du nicht einfach einen fetten Bionicle reinsetzen? Verdammte Scheiße. Früher war Lego nur Bauklötze. Ja. Wir können jetzt bestimmt irgendwie aus den, ich habe keine Ahnung, aus den 60er Jahren oder so reden. Da war es bestimmt alles nur Bauklötze. Früher haben Leute bestimmt auch irgendwo mal, gab es bestimmt irgendwelche Hörmensch-Situationen, die ihre eigene Kacke gegessen haben. Das heißt ja nicht, dass wir dahin zurück müssen, versteht ihr? Ich hab so einen großen guten Überblick über Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind, dass mir nichts, was eingefallen ist, als dass bestimmt mal irgendjemand gab, der Kacke gegessen hat. Oh Gott. Schrecklich. Aber Bionicle hören die Freundschaften auf. Exakt. Früher hatte man noch Fantasie. Schwachsinn! In welchem Jahr bist du denn geboren? Ich hätte sagen, zu meiner Zeit.
waren die ganzen Lego-Sets genauso die Scheiße wie heute, dass man, wo man nicht allzu viel selber machen kann und seine Fantasie spielen lassen konnte. Man hat es trotzdem gemacht. Das geht heutzutage noch genauso wie damals, aber fuck, auch zu meiner Zeit waren die ganzen Sets so schon vorgegebenes Zeug. Ich hoffe für dich, dass du 20 Jahre älter bist als ich. Ansonsten lasse ich deine Aussage von gerade eben nicht gelten. Bist du 45 Jahre alt? Ich habe immer Lego aus der Grundschule geklaut. Mods! Könnt ihr euch bitte darum kümmern? Ich denke, das finde ich nicht akzeptabel. Ich habe oft eine riesige Lego-Schlange aus all meinen Bionic-Teilen gebaut. Und zwar die waren Meter groß. Alter. Ah, das klingt sogar ziemlich cool. Das Einzige, was ich damals mal versucht habe, war, ich hatte so eine Kiste mit so auch Lego. Und da ich dann immer wieder mal versucht, den Turm zu bauen. Mein Ziel war, den Turm zu bauen, der so hoch ist, dass er bis zur Decke geht. Problem war nur, wie groß war ich zu der Zeit? Keine Ahnung, 1,10 Meter oder so. Irgendwie so, so groß wie Fully so ein bisschen. Und dementsprechend hatte ich meine Probleme, den wirklich sonderlich hoch zu bekommen. Ich glaube, ich habe es mit Schlu ein bisschen versucht, den höher zu bauen, aber es sollte nie so sein. Es sollte nie so sein. Wie findet ihr denn diese Lego-Serien, die so gutes Comedy-Gold bei sich tragen? Welche Lego-Serien? Ich habe das Gefühl, ich bin zu alt für sowas. Kann das sein? Man hat mit diesen Lego-Sets gespielt, dann so getan, als ob die kaputt geht, dann umgebaut, weitergespielt, kaputt gemacht, umgebaut und irgendwann dachte man sich, so sah das nicht mal anders aus. Ja. Fully ist ein kleiner Mann. Recyceln ja hier gerade schon die ganzen Umgebungen. Warte mal, waren wir nicht vorhin schon im gleichen Bereich, nur dass in der Mitte dieses eine Gebäude war, wenn ich da meine Upgrades holen konnte, sieht es einfach nur komplett gleich aus. Ja, weil mein Lego Bionic in die Schule mitgenommen und sie wurden mir nach der zweiten Stunde schon direkt geklaut. Hey, das ist das Problem, wenn man bei Kindern coole Sachen in die Schule mitnimmt. Weiß nicht, die klauen dann einfach. Fuck. Du kannst keine coolen Sachen einfach so mitnehmen. Das geht nicht. Fuck, ich glaube, ich bin jetzt langsam an dem Punkt, wo ich das Spiel wirklich nicht mehr allzu lange weiterspielen will. Das macht mich langsam sehr traurig. Das Spiel hört auf, mich traurig zu machen. Ich hätte damals aus Lego einen Türrahmen gebaut. Bis vor meine richtige Tür gestellt und gefreut. Alter, ein Türrahmen aus Lego! Türrahmen aus Lego. Ihr weißt doch, dass ich aus Lego damals auch unbedingt ich wollte damals auch Pokémon aus Lego nachbauen, wenn ich da quasi so kleine Pokémon-Figuren gehabt hätte. Ich glaube, ich habe ja versucht, Zapdos nachzubauen, weil es in meinem Kopf relativ einfach war, vor allem mit dem langen Schnabel und so, das hinzubekommen. Und das wird für viel überraschend sein, aber seit ich alles gut geklappt. Yu-Gi-Oh-Karte in die Schule mitnehmen war der größte Fehler. Bei mir nicht. Bei mir hatten alle Yu-Gi-Oh-Karte in der Schule dabei. Die wurden bei den Schulen dann immer gebannt, weil die jeder dabei hatte. Aber ich hatte auch nie wirklich wertvolle oder seltene Karten. Das heißt, das hat wahrscheinlich geholfen dabei, dass niemand davon was haben wollte. Weil es echt alles nur Crap war. Und dann, als ich etwas seltener und bessere Karten hatte, da war ich da, als ob da irgendjemand, mit dem ich. Irgendjemand aus der Schule noch dann irgendwas, alte Spieler nach Bionic als vorhin, da doch irgendwas damit zu tun gehabt hätte. Das Spiel echt nach Bionic, sehe ich gerade. Was ist denn das passiert? Wie findest du die Lego SpongeBob Sets? Bis vorhin jemand im Chat geschrieben hat, war ich der Meinung, dass sie nicht existieren. Als jemand gesagt hat, ich mag die Lego SpongeBob Sets oder so, war ich der Meinung, dass das eine Lüge ist, weil die nicht existieren. Dementsprechend, ich glaube, ich will welche haben. Das klingt eigentlich ziemlich cool, aber ich weiß nicht. Ja, die Ahnung, dass die existieren. Ja, mein Geist im Enthalten Deck immer noch so fucking stark. Ugh. Weiß nicht, seid ihr unwahrscheinlich, dass das ordentlich stark war. Enthalten Deck, man kann da sehr viel falsch machen. Da kommt der Stachel aus dem Boden, die alle Gegner für mich töten gerade. Was bei TTV total als so Jugendforsch-Einis Frühstückseier-Kochmaschine gezeigt hat, die zu 80% aus Lego bestand. Alter! Die Lego-Eier-Kochmaschine! Fuck, das ist die Zukunft!
weiß ich, was auch eine Sache war, die mich damals in Lego-Sachen sehr fasziniert hat und die ich nie hatte, weil ich glaube, ich wäre damit nicht zurechtgekommen, weil es auch, ich habe es immer gesehen und ich dachte mir, ah, das ist bestimmt so fucking umständlich. Das werde ich bestimmt nie hinbekommen. Das ist dieses fucking Lego-Movie-Set quasi. Ist das Lego-Movie? Ich weiß nicht. Womit man dann die Lego-Stop-Motion-Sachen machen kann. Da gab es ja so ein richtiges Set mit der Kamera und so dabei. Ich dachte immer, es wäre... Ich dachte als Kind immer... Ja, auf der einen Seite dachte ich, es wäre echt cool. Und dann dachte ich mir, Alter, das ist bestimmt so fucking umständlich. Im Nachhinein denke ich, so umständlich ist es nicht. Das ist fucking Stop-Motion. Ich dachte, ich musste am PC ganz viel Video editieren und sowas, aber ich bezweifle, dass man es machen musste. Das war für Kinder gemacht. Das muss ziemlich cool gewesen sein, wenn man sich seine geilen Lego Stop-Motion-Filme machen kann. Die Digimon-Karten habe ich auch gesammelt als Kind. Da gab es aber nicht viele von den Digimon-Karten. Regi hat davon mal Display bei sich auf dem Kanal aufgemacht. Wo er ganz zufälligerweise die gleiche Hintergrundmusik gewählt hat, wie ich bei meinen ganzen Karten-Openings immer. Das war ja ein Zufall. Auf jeden Fall, er hat das aufgemacht. Das war eins meiner Lieblingsvideos, weil er hat irgendwie ein Booster-Pack nicht aufbekommen. Hat er gesagt, oh hey, er hat meine Lieblingsstellen. Er hat gesagt, oh, ich komme gleich wieder, ich hole eine Schere, damit ich das aufmachen kann. Dann kommt er mit dem Schraubenzieher wieder. Und natürlich hat er das nicht aufbekommen, weil er einen fucking Schraubenzieher in der Hand hatte. Das war fantastisch. Ja, es gab so einen durchsichtigen Stab, auf dem man Figuren stellen konnte, also bei dem Filmding. Alter! Unsichtbarer Stab! Das ist Magie! Gefälschte Karten waren die besten Voraussetzungen. Wir waren Comedy-Gold pur, Alter. So gefälschte Yu-Gi-Oh-Karten. Ich hätte die heutzutage so gerne, aber ich habe keine Ahnung, wo ich die hernehmen soll. Und nein, ich bin nicht auf irgendwelchen Sonntagsmärkten, was weiß ich für eine Scheiße unterwegs. Ich habe keine Ahnung. Entweder geht's im Internet oder ich werde nicht an die rankommen. Also, gibt's im Internet? Nein, da werde ich nicht daran rankommen. Ah, ich hätte so gerne diese Fake-Karten. Die sind so cool. So schrecklich übersetzte Effekte. Und dann die Glitzereffekte von den fucking fakten Karten. Es war immer diese Strahlen, die sich über die ganze Karte ziehen. Das war schrecklich. Also wäre eigentlich solche Lego Star Wars Figuren mit dem LED-Schwert. Es gibt Lego Star Wars Figuren mit einem LED-Schwert. Ich stelle mir auf einem Flohmarkt gerade vor, ich nicht. Das ist keine schöne Vorstellung. Ich habe mein Lego Lichtschwert, das im Dunkeln geleuchtet hat. Es gab Lego Lichtschwert, die im Dunkeln geleuchtet haben. Ich meine, es ist ein Lichtschwert. Es macht Sinn, dass es im Dunkeln leuchtet. Das fucking Lichtschwert ist aus Licht. Also guck mal, welche finde, schicke ich die, Alter. Kannst du da keine Links hier posten. Im Chat. Fashion Karten sind heute noch unterwegs. Mein kleiner Bruder wurde letzten Monat damit abgezogen. Ich dachte mir schon, dass die noch unterwegs sind. Ich meine, ein kleiner Markt dafür besteht ja noch, auch wenn er nicht mehr so groß ist wie damals zu der Zeit. Ich habe keine Ahnung, wo man die herbekommt. Ich wusste auch damals schon immer nicht, wo die Leute die herbekommen haben. Ich meine ja, dass die immer aus dem... Na ja, gut, das ist nicht weiter überraschend. Ich glaube, es hat mal der einen Experten über Karten, als welche in den Kommentaren schrieb, von wegen, oh hey, Karten kamen immer aus dem osteuropäischen Bereich. Was jetzt soweit nicht weit überraschend klingt. Keine Ahnung, bekommt man da vielleicht, genau was gesagt wurde, an den Grenzen bei irgendwelchen Flohmärkten oder bei irgendwelchen Märkten oder so kann man das ganz gut herbekommen, solche gefälschten Karten. Das heißt, nee, ich nicht. Nichts für mich. Ich hätte eine Darth Vader-Figur mit dem leuchtenden Schwert und... War voll beeindruckt, weil ich damals gesehen habe, dass sie auf eBay 15 Euro wert war. Alter, 15 Euro. Fuck. Wisst ihr was aber, das, Ich hatte polnische von Wochenmärkten. Ja, genau, sowas. Da kommen solche gefakten Karten in der Regel her. Ich habe die mal auf Flohmärkten gesehen. Ich sehe schon, ihr seid alle richtige Marktgänger hier. Ich merke das schon. Ich habe meine gefälschten Yu-Gi-Oh-Karten von so einem Indienmarkt bekommen. Was zum Fick ist ein Indienmarkt? Es gibt irgendwelche. Es gibt Märkte mit einer indischen Thematik bei uns. Willst du dich verarschen? Als ob. Warum sollte es das geben? Was ist das für eine spezifische Voraussetzung für so einen Markt?
Wie viele Leute gibt's da, die da was verkaufen können dann überhaupt? Wie viele Läden oder dergleichen mit dem eher indischen Fokus haben wir denn? Lindermarkt. Ich habe mein ganzes Leben noch nicht auf einem Flohmarkt. Was? Ich erinnere mich noch damals, hatte ich auch, fuck, ich will dann links. Nein, ich wollte zurück. Ey. Rang S, Aufpasser. Cool. Ich erinnere mich noch damals, hatte ich einen Kumpel. Der war Gebirgsfestung. Okay, machen wir die Scheiße. Genau, die hatten dann von ihren großen Brüdern damals scheiß viele VHS-Kassetten. Also die großen Brüder waren große Filmefans und sowas. Da hatten sie halt scheiß viele davon, weil sie wollten ihre fucking Kassetten nicht mitnehmen. Es war nämlich langsam. Es war noch. VHS war noch nicht komplett irrelevant. Aber es war schon eher so auf dem Weg dahin, dass man eher auf DVD umsteigt. Gott, ist das fucking lang her. Blu-rays sind schon eher relativ. Ja, ich meine mehr so neu. Streaming ist der aktuelle Standard. Auf jeden Fall. War es da schon eher der Umschwung auf DVD und sowas. Und da hatten sie von ihren Brüdern so fucking viele VHS-Kassetten und die haben sie auf dem Flohmarkt verkauft, haben irgendwie, hab keine Ahnung, also ich glaube eine für jeweils 1 Euro. Und ja, damit haben sie dann scheiß viele verkauft. Ich glaube, die haben da 200 Euro so verdient. Das war relativ beeindruckend. Ihr Leute waren heiß auf die Kassetten, sage ich euch. Also aus heutiger Sicht so klingt, als ob jemand scharf darauf wäre, seinen Röhrenfernseher zu verkaufen. Beziehungsweise jemand scharf darauf wäre, den Röhrenfernseher zu kaufen. Was die Sache ist, ihr könnt mir glauben, das wird nicht passieren. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich habe heute den Ford Mustang 1966 von der 36 Euro gekostet und der war echt. Ja, Autos so im Preis sind nicht, das wird ein Auto sein, das wahrscheinlich eher am besten auf dem Schrottplatz wäre. Das heißt, wenn du da, wenn der Typ, der sagt sich dann, ja gut, wenn ich 50 Euro dafür bekomme, ist das okay für mich. Also, ja. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also meine Grundschulklasse hat sich Pokémon-Karten aus der Zeitschrift ausgeschnitten und dachte, es waren echte. Ey, glaub nicht, dass er es sagt. Ich glaube, der wollte euch einfach nur verarschen. Wie wir alle wissen, sind Kinder grausame, grausame Lügner. Gott, ich bin gerade so fucking hungrig. Habe ich schon erwähnt, dass ich heute nichts gegessen habe? Weil ich, dass wir den ganzen Tag hier am Aufnehmen waren. Und ich jetzt am Streamen bin. Ja, im Stream muss ich dringend was essen. Vor drei, vier Jahren hatte ich noch einen Röhrenfernseher. Ich tatsächlich auch. Ich habe auf dem nichts mehr gemacht, da ich hatte noch einen. Aber verwendet habe ich ihn nicht. Wofür sollte ich auch? Röhrenfernseher sind echt ranzig. Wer sind die Boys? Hallo? Oh fuck. Nein, nicht die Libellen und Samus. Ich glaube, ich habe es geschafft irgendwie. Ich weiß noch, diese mächtigen, lustigen Yu-Gi-Oh-Karten aus der Kidzone. Es gab in der Kidzone lustige Yu-Gi-Oh-Karten oder mächtigen, lustige. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Allerdings, eine Sache, die ich weiß. Bei den Kidzones, was immer dabei war. Oder was eine Zeit lang dabei war. Oh shit, ein Bosskampf! Oh! Was eine Zeit lang dabei war, das waren, da haben die Leute, Pokémon-Karten eingeschickt. Nicht Pokémon-Karte, sondern selber gestaltete Pokémon quasi. Und da konnte man dann, da war dann in der Mitte so ein Teil drin mit Sammelkarten quasi, man sich dann so, ja, die echt, die extra so, wie soll ich sagen, so kleine Löcher da drin hat, dass man die gut so trennen und rausreißen konnte. Und ja, da hatten sie dann so ihre Fake-Pokémon und die waren alle unglaublich, unglaublich, unglaublich schlecht. Und dann habe ich so einen Leserbrief auch mal gesehen. Das war, da hat irgendeiner geschrieben, ja, dieses eine Fake-Mon aus Ausgabe 35, Pipi-Kakamon. Pipi-Kakamon, ich möchte anmerken, dass das gar nicht von Moritz H. gezeichnet wurde, sondern in Wirklichkeit habe ich das schon 3 Ausgaben zuvor von Anneliese M. gesehen. Und ich finde es wirklich nicht gut, dass so jemand die Möglichkeit hat, hier abgedruckt zu werden. Einmal sich irgendwie entschuldigt. Fucking Leserbriefe von der Kidzone. Wer sollte den Kidzone-Stream wirklich noch machen? Das ist eine Comedy-Goldgrube, ich sag's euch. Weil die Pokémon, diese Fake-Pokémon, die klingen jetzt sehr viel unterhaltsamer, als sie letztendlich sind. Shit. Die sind mich eigentlich so unterhaltsam. Oh fuck.
Und dann gab es auch noch einen. Einen habe ich dann auch gesehen mal. Das war, warte, ich muss mal nachschauen. Davon, das müsste ich gleich noch in irgendein Textdokument, weil ich Video auch immer mal machen wollte, niedergeschrieben haben. Und zwar war einer, der, keine Ahnung, war, glaube ich, 12 Jahre alt oder so. Und da war eine Redakteurin bei der Kidzone dabei. Der hat ja ganz viele und nette Komplimente gemacht. Das war, ja, fucking seltsam. Ey, ja, und er fand die echt gut, die eine Redakteurin da von der Kidzone. Ich meine, er fand die so gut, dass er sich, obwohl er so jung ist, herausgefunden hat, dass sie, der arbeitet, wer sie scheinbar ist und dir dann Komplimente gemacht hat in Form eines Leserbriefs. Oh, das, ich muss, warte, ich muss das noch, oh fuck! Ich müsste das irgendwo in einem Textdokument aufgeschrieben haben, diese wundervolle Unterhaltung. Sollte ich euch dann eigentlich zeigen können, theoretisch. Moment. Dann will ich noch den Boss hier besiegen. Es gibt übrigens Bossgegner in dem Spiel. Hier ist einer. Falls ihr euch wundert. Warum schüttelt der da unten links mit der Maske immer seinen Kopf? Ich kann gerade übrigens überhaupt nicht in den Chat schauen. Das tut mir leid. Ich muss den Boss bekämpfen. Komm schon. Ich werde einfach austanken. Hat er seine Arme verloren und ist einfach zerfallen? Ja, Lego Bitch. Ja, ich bin da, wo das bei Only Run. Willst nicht, dass ich da bleibe, oder? Den bei Only Run haben wir vorhin gemacht. Da ich Internetprobleme hatte, habe ich angefangen, was anderes zu streamen. Oh, hier sind wir. So, Moment, lass mich jetzt mal nach der einen Sache, was ich gerade gemeint habe, schauen. Ich müsste das noch irgendwo stehen haben. Kidzone, das Textdokument. Ach du Scheiße. Finde ich es irgendwo? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja, da habe ich es gefunden. Ist von der Ausgabe vom 6.01.2001. Und zwar sagt er folgendes: Hi, ich heiße Patrick Schneider, bin 10 Jahre alt und ich habe fast alle Kidzones. Ich möchte ein Lob aussprechen. Vor allem Patricia Steyer. Ihre Berichte sind echt super. Zum Beispiel zuletzt der Bericht über, keine Ahnung, was auch immer, ich habe es nicht weiter aufgeschrieben. Und dann, ja, was auch immer. Ah, fuck, ich habe es nicht ganz aufgeschrieben. Ich habe die Zeitschrift jetzt gar nicht da. Sollte ich aber im Hinterkopf behalten, das sollten wir uns anschauen, wenn der gute Patrick Schneider losflirtet. Und dann bei der Ausgabe vom 15.04.2000, da hat Julia Grundmann erzählt, dass ihr Lieblings-Pokémon Anton ist. Ah ne, Lieblings-Pokémon. Julia Grundmann ist bestimmt nicht die Einzige, die Anton niedlich findet. Ja, kann mir sagen lassen, da gibt es noch jemand anderen, der ein großer Anton-Fan ist. Seht ihr, das ist Comedy-Gold. Fuck. Warum hast du das Video noch nicht gemacht, der Emoji? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Es wäre bestimmt der heiße Scheiß geworden. Alter. Ich bin blauer Bionicle Man. Der wollte sich nur einstellen für die geilen Infos. Oh, ich glaube auch. Fucking Patrick. Oh, eine Cutscene. Die war ziemlich beeindruckend. Wüste der Sorgen. Okay, der Wasser-Bionicle ist in der Wüste unterwegs. Und da sind Bionicle-Spinnen. Warte mal, was anderes als dieses Spiel. Ne, ich werde den Stream insgesamt noch gleich beenden. Was ist mit mir? Hey. Ihr habt den Mund nicht in den Mund. Ihr habt den Namen nicht in den Mund genommen und deinen Mund auch nicht, Fully. Nichts ist mit dir, okay? Fühl ich gar nicht angesprochen. Fühl ich nicht angesprochen. Es gibt einige, die Anton mögen, aber du musst dich davon. Nee. So, wisst ihr was? Ich glaube, ich habe genug von diesem Bionicle-Spiel gespielt. Ich würde sogar fast sagen, liebe Leute,